So, dann machen wir direkt schon weiter mit den nächsten Aufgaben, nämlich besuche ein übergroßes Klavier. Ich meine, wer schon länger dabei ist, weiß eigentlich, wo dieses Klavier ist, aber wir werden es trotzdem nochmal besuchen. So, dann erstmal danke für jetzt 108 Abonnenten. Wie gesagt, ich kann nur immer wieder danke sagen. Und hoffe, es werden noch mehr. Also wenn ich auch dir helfen konnte, jetzt hier mit dieser Aufgabe, gerne ein Abo da lassen. Die alten Hasen unter euch wissen ja, was gleich kommt, wenn der Ladebildschirm kommt. Weil der Ladebildschirm ist bei mir. Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du kein Abonnent bist, dann jetzt abonnieren. So, dann unten wegen dem Passive-Code, wie das alles abläuft, wie habe ich auch unten ein Video gemacht, einmal wo ich mich vorstelle und wie du den Code gewinnen kannst, beziehungsweise knacken, lösen kannst. Dann geh einfach da drauf, wenn du mehr darüber wissen willst. So, das war das. Und ich werde in jedem Video jetzt immer einmal den Code nennen. Nicht den kompletten, sondern nur die nächste Zahl. So, ach, wir gehen. Guck mal, hier sieht man schon auf der Map, da müssen wir hin. Also, wie gesagt, der Code wird immer im Video irgendwo mal auftauchen. Also bei mir lohnt sich jetzt auch noch das Video zu gucken und zuzuhören. Ja, du bist es. Das zählt schon im Ladebildschirm. Na komm schon. Wie viele extra No-Skin haben. Ach, sie war wieder zurück. Ist doch die Heavy Pump oder wie die heißt. 21er Hit. Ja, muss immer dasselbe. So, da werden uns safe einige jetzt hingehen. Können wir raus. Warte, wo ist es? Das muss aber da sein. Das Heim. Sprachfehler ist da. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn wir auch nur drüber fliegen. Müssen wir wirklich komplett da landen? Doch, wir müssen sogar wirklich da landen. Dann gucken, ob wir schnell noch eine Waffe finden. Wie gesagt, einfach da landen, schon habt ihr die Aufgabe erreicht. Also easy peasy. So, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Oder ob uns einer mit einer Waffe entgegenkommt. So habe ich es früher immer gemacht. Aber jetzt wegen der Aufgabe habe ich mir gedacht, komm. Ist eigentlich auch die bessere Variante. Erst sich eine Waffe besorgen. Warten, bis die Lecks rum sind. Und dann dahin gehen. Vor allem das mit der Waffe suchen ist hier gar nicht so einfach. Hauptsache, wir haben schon mal 105 Leben. Jetzt auch noch 0. Ich würde sagen, die Solo-Runde. Okay, das kann man sich schon mal gönnen. Damit können wir zwar noch keinen Krieg gewinnen, aber ist schon mal ein guter Anfang. Aber einen Vorteil haben die Lecks ja eigentlich. Eigentlich ist es nämlich immer nur dann, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Ich hole nur gerade die Munition. Hier ist nämlich auch einer. Aber der hier war, ist noch da.
19er Hit aus der Entfernung. 19er Hit. Ich hab ja wohl voll auf den Busch gezielt. Heidewitzka. Aber wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, ich markiere es euch hier nochmal, ich zoome mal gerade nochmal ran. Hier, genau da ist das Klavier. Ihr müsst halt da landen und das war's schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Wenn ich euch damit schon helfen konnte, lasst mir halt, wie gesagt, gerne ein Abo da. Ich kann jeden gebrauchen, indem mich in irgendeiner Art und Weise supportet. Und der Code ist, wenn ihr mal weniger Kraft macht. Wartet. Hör auf zu hauen, du Dulli. Cool. Der muss nur Krach machen, gell? Der kann nicht einfach ruhig sein. Der Code ist 4. In dem Sinne, haut rein.